Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Ich bin immer noch The Legend of Zelda, The Wind Waker. Und ja, ich hatte im letzten Part überlegt, erstmal die Triforce-Teile zu sammeln. Aber dann habe ich in einem netten Gespräch mit einem sehr, sehr guten Freund in Erfahrung bringen können, dass wir das noch gar nicht können. Oder dass es eigentlich unmöglich ist. Wir können jetzt zwar schon einen Teil sammeln, aber nicht alles sammeln. Und deswegen hat es eigentlich wenig Sinn. Ich zuck kenne ich, aber wo komme ich denn da hin? Das kann ich noch gar nicht. Tingle-Insel ist auch wichtig, Portemonnaie ist auch wichtig, die Mutter-Kind-Insel waren wir schon und Draconia ist ja auch wichtig. Okay, wir bleiben hier einfach in Präludien und werden jetzt Richtung Westen segeln. Von dort aus, oder da ist zumindest diese Insel, auf die wir müssen. Da ist noch ein Schatz, den nehmen wir mal gerne mit. Hier. Greifhaken. Ich schätze mal, da ist kein Triforce drin, aber da wird irgendwas anderes drin sein. Weil die Triforce-Dinger, die sieht man halt erst auf dem Grund des Meeres. 50 Rubine. Sieht man erst auf dem Grund des Meeres, wenn man auch das mit Tingle absolviert hat und. Auf zur Insel da drüben. Und mal gucken, was uns hier erwarten wird. Ich glaube nicht viel oder nicht viel weniger, aber was auch immer. War das nicht die Insel, wo dieser riesige Steingötz da im Weg war? Wenn ja, dann kann ich da eh nichts mit anfangen. Sieht nicht gut aus. Ja, da ist dieser riesige Stein, da kann ich aber nichts mit machen. Also wieder, bemühen wir uns mal des Wirbelsturms. Und dieser soll uns dann in den Norden bringen. Wir hier einfach zur Portemonnaie. Das ist recht einfach, denke ich mal. Dann müssen wir wieder nur eine Region nach Norden fahren. Norden. Nein, ich fahre jetzt gerade Richtung Osten. Hier liegt Norden. Und da hinten sehen wir auch schon die Insel. Und dann sagt nicht, da ist auch so ein riesen Stein vor. Dann müsste ich erstmal wissen, wo ich die Steine hier wegkriege. Es ist auf jeden Fall ruhig geworden, definitiv. Also ein Fisch ist hier schon mal, aber kein Händler. Doch, da hinten ist ein Händler. Was ist das? Ein riesiger Wirbelsturm, oder wie? Ich habe ein Blatt. Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich meine Item. Als Item habe ich doch so ein Blatt. Ein Rubin, okay. Magie? Die werde ich hier wohl brauchen, aber... geh weg. Moment, kann ich den irgendwie... mit Bomben was anhaben? Oh! Ich will nicht weggeweht werden, aber... Ich habe keine Möglichkeit, was da zu machen. Ich werde weggeweht... Ja, gähn du doch mal! Kommen wir hier mit... Die werden... Sag mal, was greift mich denn da an? Gehst du wohl weg? Na, jetzt reicht's mir hier mit dir. Ich habe zwar ein paar schöne Bomben, aber... es reicht mir halt einfach mit dir. Thank you.
nochmal treffen. Komm. Tada. Ein Rubin. Ein simpler Rubin. Das hilft mir alles nicht weiter. Also er hat mir die Karten eingezeichnet. Hier komme ich aber auf beiden Wegen nicht weiter. Ich hätte ja schon eine Idee, was für eine Items ich brauche, aber das hilft mir nicht weiter, wenn ich, ja, das hilft mir nicht weiter. Bei dem einen kann ich das Ding nicht hochheben und hier kann ich auch nichts machen. Roter Leuenkönig, reden wir mal ein bisschen. In den Tempel, in dem sich die Weisen befinden, erlangst du nicht so ohne weiteres... nein. In solchen Fällen solltest du den Meeresbewohnern der jeweiligen Region um Auskunft bitten. Ich muss den Fisch füttern. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Dafür brauche ich aber... eine Fischfutter. Wo ist denn... Ich brauche Geld. Portemonnaie. Wir fahren wieder nach Portemonnaie. Oh, Moment, da ist erstmal ein Schatz. Den können wir nochmal jetzt an Land holen. Dann haben wir auch ein bisschen Geld. Passt. Passt. Ah, nein, 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 nein. Ah, Scheiß auf diesen Scheiß. Dann hole ich mir eben nicht den Schatz. Ah, Karte. Ich fahre Gott sei Dank nach Portemonnaie und nicht irgendwo anders hin. Komm, ich brauche Fischfutter. Ich brauche meinen Händler. Mein Händler des Vertrauens. Da sehe ich ihn schon. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Da ist er. So, stehen bleiben bitte. Ah, schön, dich wiederzusehen. Was hast du Schönes für mich? Ja. Hier, gib mir Beeren. 14 Punkte haben wir schon. Sehr schön. Gern geschehen. Gib mir nochmal 2. Dann sind wir schon mit 17 VIP-Punkten. Gern geschehen. Ja, ich habe leider kein Geld mehr. Der Typ ist aber auch reich. Jetzt. Okay, der hat uns an einen ganz neuen Ort gebracht. Interessiert uns aber nicht. Wir wollen wieder auf zum Norden. Der Fisch muss uns nämlich noch sagen, was wir da tun müssen. Dafür kann ich schon mal das Item ausrüsten. Futterbeutel. Ich habe noch so solche Papaya-Frucht, mit denen ich die Möwen... Ach, das ist echt nervig mit dem Gamepad und... So, also die Papaya-Frucht haben wir auch noch, falls wir irgendwie so Möwen so kontrollieren müssen. Aber jetzt erstmal den Fisch fragen, wie wir da reinkommen. Oh, ey, jetzt versuchen wir mal Ansatz Nummer 2. Nein. Treffer. Oh, nochmal 50 Rubine. Da hätte ich ein bisschen mehr Fischfutter holen können, aber naja, wir haben ja erstmal jetzt was. Ich brauche ja jetzt erstmal nur für den Fisch hier, den wir noch gar nicht gemacht haben, und für den anderen Fisch. Nicht die Steuerung hier wegmachen. Und für den da hinten. Ach, hier ist auch ein Händler. Nein, das ist kein Händler. Das ist dieses Schiff wieder. So, jetzt erzähl mir mal bitte, schlauer Fisch, wie ich hier rankomme. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest diese Region hier gerne. Achso, ja. Erstmal die Seekarte. Ist klar. Diese Karte heißt C4-Insel. Okay, dann ist das die richtige Insel. Gibst du in die Höhle, deren Eingang wegen diesem heftigen, starken Wind unzugänglich ist, da würdest du schon gerne mal einen Blick reinwerfen, was? Haha, ich kann sie nicht verdenken. Und da ich kein Unfisch bin, will ich dir mal was ganz Fantastisches verraten.
Fahre 5 Regionen nach Süden und eine Region nach Osten und du kommst zur Feeninsel. Da findest du ein Artefakt, was dich schwer macht wie ein Berg. Also 5 nach Süden und ein nach Osten und das ist die Feeninsel. Und ein Berg trotz natürlich jedem Orkanwind, wenn du verstehst, was ich meine. So, das wäre es soweit von mir. Damit hast du mir wirklich sehr geholfen. Ich gucke mal einmal kurz auf die Karte. 1, 2, 3, 4, 5 und 1. Ich kenne die Ferieninsel, die ist wieder ganz im Süden. Oh. Die ist nämlich hier. Mann. Ja, hier wieben wir hin. Und rechts daneben wird dann nämlich die Firmri-Insel sein. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich sehe schon mal einen Fisch, das ist nicht schlecht. Hier ist bestimmt eine Fee. Moment, erstmal den Fisch hier füttern. So, da ist er schon. Was hast du mir zu sagen? War ich hier schon mal? Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Klappt deine Seekarte auf? Was ist das hier für eine Insel? Südliches Feenkordial. Das klingt nach einer Feenquelle. Ich verrate dir mal was, Jungchen. Unter diesen schwarzen Erdstellen auf Präludien liegt so mancher Schatz. Wenn du mir nicht glaubst, dann grab doch selber mal. Wie? Du hast keine Schaufel? Vielleicht kannst du dir ja irgendein Tier dazu bringen, für dich zu graben. Gewusst wie, Jungchen? Das wär's soweit von mir. Okay, man muss graben. Na, egal. Hier, auf zur Insel. Mal gucken, was hier ist. Steig mal ab, Link. Und was haben wir hier? Der Briefkasten wackelt schon wieder. Hier waren wir definitiv noch nicht, weil hier ist so ein Holz. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Brief Nummer 1. Link, geht es dir gut? Ich schreibe dir diesen Brief vom Piratenschiff aus. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber eigentlich sind alle sehr nett. Gonzo sieht so groß und stark aus, aber weil Tetra nicht da ist, weint er die ganze Zeit. Nazo wirkt ein bisschen eingebildet, ist aber auch sehr nett und freundlich. Seneca sieht mit seinem Bart zum Fürchten aus, aber er erzählt lauter lustige Geschichten. Zuko ist aber leider nicht so nett. Moku ist sehr ruhig und brav, aber wenn man ihm seine Brille nehmen will, regt er sich immer furchtbar auf. Mit Nico spiele ich sehr oft, aber trotzdem fühle ich mich etwas einsam, weil du nicht da bist. Ich helfe ein bisschen an Bord mit und deswegen bekomme ich auch etwas Taschengeld. Ich habe es dir beigelegt, hoffentlich nützt es dir. Mein Fernrohr kannst du noch für eine Weile behalten. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen, also lass du dich auch nicht unterkriegen, Ariel. Oh, die hat ja fast so viel Geld wie die Oma. Und jetzt, wie machen wir das am besten? Ich würde mal. Nein, das war der falsche Knopf. Ich würde mal fast sagen, wir. Nein, Moment. Die Pfeile, wir nehmen mal so einen Feuerpfeil. Ah, und genau das war das Richtige. Rein da. Deswegen konnten wir auch noch nicht hier rein, weil wir noch keinen Feuerpfeil haben. Eine große Fee. Junge, der du die Winde erweckst. Ich möchte dir einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Abenteuer zu erleichtern. Du kannst jetzt mehr Bomben mit dir führen. Maximal stehen dir nur 99 Bomben zur Verfügung, um deinen Bombenspaß zu haben. Die Feen dieser Quelle werden gerne all deine Wunden lindern. Solltest du erschöpft vom Kampfe sein, statte uns doch wieder einen Besuch ab. Okay, ich hatte mir irgendwas Spannenderes vorgestellt als die Bombentasche. Davon habe ich ja schon genug. Also Bomben sind mir nie ausgegangen. Pfeile könnte ich noch gebrauchen. So ein Köcher, der wäre nicht schlecht, aber. Naja, ein Geschenkengaul. Ihr kennt das Sprichwort, ne? Roter Leuenkönig, wir müssen nochmal weiter.
Hier zur Fenrir-Insel, die ist hier direkt nebenan. Im Osten. Ja, so gut wie. Zack. Ah, ein bisschen weiter südlich. So, das müsste einigermaßen gut passen. Welche von den Inseln? Ich würde jetzt fast sagen, die Insel ist das. Die sieht am nächsten aus. Das könnte die auch glatt sein. Und hier soll sich etwas befinden, womit wir uns schwer machen können. Petri Heil. Ich glaube, ich sehe schon, was das. Ah, okay, das sagt eigentlich schon alles. Ich will nur noch einmal kurz. Na, so weit komme ich gar nicht. Naja, das wollte ich gar nicht. Das Schiff haut immer ab hier. Egal, dann, wir haben noch. Das schießt auch schon wieder auf mich. Wir haben hier noch diesen Feuerdings. Ah, einmal reinschießen. Und das Feuer ist hier erloschen. Aber nicht für immer. Deswegen müssen wir uns beeilen. Hier, einmal runter, bitte. Also, wenn die uns schon die Zeit hier geben, dann, das ist ja fast schon wie ein Countdown für meine Partlänge. Ich würde mir gerne Items. Ich würde mir nochmal das, Blatt hier gerne nehmen, weil damit kann ich doch hier rüber gehen. Oh, ich schlitter hier die ganze Zeit. Was ist das hier für ein Mist? Ah, nein, 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 nein. Ich will hier lang. Ja, bist du wohl ruhig? Ich weiß, dass wir hier schlittern. Was soll ich denn machen, Link? Oh, du benimmst dich gerade, als wärst du in einem Horrorfilm. Weißt du das? Ja, flieg! Flieg ins Wasser. Es dürfte ein bisschen kalt sein, oder? Komm, nehmen wir noch den Rubin mit. Dann wird jetzt ja auch schon wieder Tag. Nein, 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 nein. Ich weiß, was du für einen Spaß hast hier. Ist das nervig hier mit dir? Weißt du das eigentlich? Stopp, 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 warten jetzt, bis das Ding da ist. Zeit haben wir genug. Zack, komm. Sehr schön. Ach, du schreist schlimmer als jedes Mädchen, weißt du was? Ah, sehr schön. Und jetzt? Ich hoffe. Eine Höhle. Oh, ich wette, die Zeit geht hier auch noch. Ich glaube, die Zeit hört nämlich nicht auf. Ah, das heißt, hier drin muss ich mich auch beeilen. Wo muss ich hier überhaupt lang? Da links sind Winde. Da komme ich überhaupt nicht lang. Probieren wir das Ganze mal hier. Hier brauche ich wieder meinen Feuerfall und da kommt jetzt irgendwie so eine Fledermaus an. Ich merke das schon. Bist du ruhig? Einmal hier mit einem Feuerpfeil rausschießen. So, was ist das? Ein ganz normaler Topf. Na toll. Auf sowas hätte ich verzichten können. So, erwischt. Ich erwische jedes von euch. Oh, oh. Das sieht aus wie eine Schlittenfahrt. Hier, hier, hier. Stopp, 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 stopp. Links, 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 links. Ich will den Rubin nicht haben, aber. Ich will hier heile rüberkommen. Ah, wir sind aber schon an der Schatztruhe. Haben wir es echt geschafft? Das wäre doch mal was. Ah, und wir haben die Eisenstiefel gefunden. Sie sind so schwer, dass jeder Schritt zur Qual wird. Aber damit trotzt du selbst den stärksten Orkanböen. Oder der stärksten Orkanböe. Wie auch immer. Ist hier noch irgendwas, wenn man hier so hinter kann? Nee. Im Gegenteil. Link schlittert schon wieder. Items. Hier die Eisenstiefel. Nutzen wir mal. Schnell sind wir nicht. Oh, und die Zeit hat aufgehört. Das vor allen Dingen. Aber ich will jetzt hier ins Loch rein. Und da sieht man schon, dass wir in den Winden stark trotzen. Und unsere Mütze fliegt auch nicht weg. Nicht mal unser Schild, der eher ähnlich wie ein Drachen wirken müsste, theoretisch. Okay. Moment mal. So, erstmal.
das hier aufmachen. Rubine. Okay. So. So, ich habe dich ganz schnell besiegt. Rubine? Da muss ich jetzt aufpassen. Was haben wir hier denn drin? Hier scheint es, als hätten wir zwei Gegner. Da haben wir nochmal eine Truhe. Und ja, mache ich jetzt erstmal ihn frei. Na, bist du wohl ruhig? Ich habe das Masterschwert. Ich mache dich Schrott. Damit das klar ist. So, du hast ein Dings für mich. Eine Kette. Ein paar Bomben. Rubinen nehme ich alle mit. Ich will nur nicht in den Lichtkegel treten, weil dann gehe ich wieder raus. Nee, das ist der. Dann erstmal den hier. So. Hat auch wunderbar geklappt. Du hast nochmal einen Rubin dagelassen für mich. Sehr nett, danke. Und du hast nichts dagelassen. Dann werden wir jetzt erstmal den Topf hier. Ein paar Rubine, okay. Und dann meine letzte Energie geht für dich drauf. Und dann komm mal her, du. Du müsstest noch diesen Gürtel haben. Von Vater Orca. So, der Helm ist schon mal weg. So, das ist auch schon mal weg. Na, ich will dein... So, der Gürtel gehört mir. Aua, ich wollte da ausweichen. Na komm, mach was. Jetzt habe ich dich aber... Tada, haben wir dich auch besiegt. Oh, hier kommt sogar eine Schatztruhe hin. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe ja mit vielen gerechnet, aber nicht mit einer Schatztruhe. Erstmal das Ding hier öffnen. Okay, da kommt das. Ein paar Rubine. Nein, dann öffne ich die Schatztruhe. Die sind mir wichtiger als diese 5 Rubine, wo ich eventuell nach oben gezogen werde. Nämlich kriege ich 100 Rubine. Sieh mal eine an. Und die 5 Rubine sind weg. Und wir gehen nach oben. Hätte ich vielleicht die Eisenstiefel anziehen sollen. Nein, ich komme hier raus. Okay, das ist natürlich ein bisschen verwunderlich, aber gar nicht mal so schlecht. Uah. Ja, wir sind hier wieder draußen. Ich habe noch ein bisschen Energie, die brauche ich auch, weil wir haben hier noch eine Sache, die... Ah, dieses blöde Schiff. Wir haben hier nämlich noch die Truhe hier. Die will ich dann auch nochmal eben freischießen. Uah, hörst du wohl auf mit deinen Bomben? Na. Nein, Link, ey. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt öffne das Ding. Tja, und wir haben eine Schatzkarte gefunden, was auch immer die verbirgt. Was jetzt aber definitiv wir wissen werden, ist, dass wir diesen Part an dieser Stelle beenden werden. Und im nächsten Part werden wir uns, ich denke mal, nochmal zur anderen Insel begeben, da uns nochmal erkundigen. Oder wir machen das jetzt einfach... Nein, ich denke... Ah, werde ich mich entscheiden. Entweder wir machen jetzt die Insel da oben mit den Eisenstiefeln oder wir holen uns noch das andere Item, um diese schweren Statuen hochheben zu können. Denn ich finde, glaube, da gibt es das auch nochmal. Müssen wir nun den Fisch nochmal füttern. Ich werde mir das überlegen. Ich hoffe, dieser Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD hat euch soweit gefallen und ich schalte auch beim nächsten Part wieder ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.